Allerdings. Halt dich fest, Jerry. Bis später. Noch einer. Noch einer. Noch so ein Tropfen. Noch so ein Tropfen. Noch einer. Ein Tropfen. Noch so ein Tropfen. Noch so ein Tropfen. Ganz genau, wie ich es mag. Neues Werkzeug, Blitzelblatt. Ach, da bleibt da lange dran. Wieder einer. So ein Tropfen. Ach, so ein Tropfen. Da steht etwas auf dem Miteinander im Gepäck. Andere Bewohner dazu? Ganz.
auch so ein Tropfen. Wieder einer. Noch ein schnell dahingluchsender Kalk, noch so ein Tropfen. Wieder einer. So ein Tropfen. Noch so ein Tropfen. Wieder einer. So ein Tropfen. Noch so ein Tropfen. Ein Tropfen. Adrienne hat eine Hochantenne. Noch so ein Tropfen. Zu spielen. Leider ist meine Platte zerkratzt. Noch so ein Tropfen. Noch einer. Du hast alle Tautropfen gefunden? Es formt sich ein Bild. Die Stele gibt ihr Geheimnis preis. Das ist ein Junge, so alt wie ich. Und der Lehrer? Es gab jemanden vor dir. Vor mir? Was? Wer ist das? Er ist der Verbannte, der letzte Schüler des Marquis de Hotto. Was? Hallo? Dein Lehrer darf nicht davon erfahren. Noch nicht. Aber was bedeutet das denn jetzt? Hallo, Herr alter Magier? Keine Antwort. Wieso wurde denn das Bild eines Schülers des Marquis aus dem Raum verbannt? Und wieso der Letzte? Ich bin doch der Letzte. Zumindest im Moment. Hämmern werkeln jeden Tag. Ganz genau, wie ich es mag. Ein Aufkleber. Er bleibt da lange krank. Noch so ein Aufkleber.
Noch so ein Aufkleber. Ein Aufkleber. Aufkleber. Ein Aufkleber. Wie bricht eine Aufkleber. Oh, hallo du. Du bist ja immer noch wach. Die Nachtluft duftet so wunderbar. Man kann die Geschichten, die in der Luft liegen, beinahe riechen. Eine Geschichte habe ich heute schon notiert. Sie hat sich genau hier zugetragen, am Haus der Igelbrüder. Möchtest du sie hören? Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Oh, hallo du. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Oh. Hallo, du. Du bist ja ein richtiger Nachtschwärmer. Nachts schreibe ich am liebsten. Da geht mir das Schreiben ganz leicht von der Hand. In meinem Buch habe ich schon viele Geschichten notiert. Oh, ich glaube, ich habe eine, die dir gefallen könnte. In dieser Geschichte besucht ein Mensch, fast wie du, diesen Wald. Möchtest du sie hören? Was für eine wunderbare Nacht. Habe ich dir schon gesagt, wie sehr ich die Nacht liebe? Oh, hallo du. So spät noch unterwegs? Solltest du nicht schon lange im Bett sein? Ich sammle meine Geschichten am liebsten bei Nacht. Diese hier habe ich gerade erst aufgeschrieben. Ich glaube, es ist die letzte Geschichte meines Mausreitbandes. Möchtest du sie hören? Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames.
Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind, verloren gegangene Anfänge und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Erste Geschichte von Mäusen, Eichhörnchen und dem Mäusewald. Irgendwo zwischen weiten Kornfeldern und verschlungenen Wanderpfaden gibt es einen Wald, der ist voll von Mäusen und Eichhörnchen. Ja, in diesem Wald gibt es so viele Mäuse und Eichhörnchen, dass nicht einmal ein mächtiger Magier mit noch mächtigerem Bart durch ihn hindurchlaufen kann, ohne dass ein paar kleine Nager versuchen, ihn als Mitfahrgelegenheit zu benutzen. Zweite Geschichte, in der ein Magier das Postamt besucht. Eines Morgens beschloss ein sehr alter Magier, der am Rande des Mäusewaldes lebte, das Postamt zu besuchen. Der Magier war sehr klug und belesen, doch er redete nur selten mit seinen Nachbarn, wie den Igelbrüdern, die ein Stück in Richtung des Mauswalder Stadtzentrums wohnten, oder der Krötenfamilie vom Wiesentümpel. Dritte Geschichte von Waldzwergen, Dachsen und einem falschen Eindruck. Zwerge sind kräftige Burschen, das ist allen Bewohnern des Mäusewaldes bekannt. Sie hatten seit jeher als Goldschürfer in tiefen Bergwerken oder als Schmiede gearbeitet oder waren Wächter bedeutender Brücken gewesen, bis Trolle diese Aufgabe übernommen hatten. Auch die Zwerge, die im Mäusewald lebten und daher Waldzwerge genannt wurden, waren harte Arbeit gewöhnt, auch wenn sie aus der Sicht eines muskulösen Zwerges oft gar nicht so anstrengend war, wie allgemein angenommen wurde. Drei dieser Waldzwerge, die selten einer Herausforderung aus dem Weg gingen, lebten in einer Wohngemeinschaft mitten im Mäusewald. Der Name des ältesten Waldzwergs war Steinberg. Die vierte Geschichte, Herr Braun und der merkwürdige Fall der zuverlässigen Igelbrüder. Es war ein trüber und windiger Tag, an dem Herr Braun, der Mäuserich, ankam. Selten zeigte sich die Sonne zwischen den schweren grauen Wolken über dem Mäusewald. Herr Braun war bereits vor Tagen aus seiner Heimatstadt abgereist und hatte seitdem in verschiedenen Pensionen und Gasthöfen übernachtet. Je weiter der Mäuserich sich aus seiner gewohnten Umgebung fortbewegte, desto stärker wurde in ihm das Gefühl wach, dass er ein Abenteuer erlebte. Genau dieses Gefühl war es, was ihn in den letzten Jahren immer wieder aufs Neue dazu angetrieben hatte, weite Reisen zu unternehmen. Die fünfte Geschichte. Platos Lied. Im Schilf des Wiesentümpels saß Plato, der Frosch, und ließ die Mittagshitze und das Summen der Mücken über sich ergehen. Die Insekten waren bester Laune, denn der grüne Plato hatte ihnen vor ein paar Stunden verkündet, dass er heute keinen von ihnen mehr fangen würde, zumindest nicht bis zum Abend, wenn es kühler wurde. Die sechste Geschichte, die Georg den Hirsch und Oma Maus an einen geheimnisvollen Ort in den Tiefen des Waldes führt. Es war früh am Morgen und im Mäusewald schliefen die meisten Tiere noch in ihren Betten. Und hätte man versucht, sie behutsam zu wecken, um ihnen zu erzählen, dass die Sonne schon fast aufgegangen war und die Vögel des Waldes bald ihren Gesang anstimmen würden, dann hätten sie sich wahrscheinlich von der einen auf die andere Seite gerollt, etwas Unverständliches gemurmelt und geseufzt. Genauso wie Menschen es tun, wenn sie träumen. Ein paar Tiere aber waren bereits wach. Einige, weil sie es mochten, früh am Morgen aufzustehen, weil dann alles still war und es fast schien, als ob selbst der Wald noch schliefe. Einige, weil sie einfach nicht mehr schlafen konnten. Die siebente Geschichte, in der die Tiere einen Fremden aus dem Wald verjagen wollen, aber einen neuen Freund kennenlernen. Spitzweg, das Ziesel, war ein Reisender. Genau genommen fand seine Reise gerade ein Ende, denn es trennten ihn nur wenige Schritte von seinem geliebten Zuhause, dem Mäusewald. Spitzweg war eine lange Zeit in der Ferne gewesen, er hatte das Meer gesehen und die Berge. Er war auf Flüssen gereist und mit dem Zug gefahren. Und er hatte viele Tiere kennengelernt und selbst dort Freundschaften geschlossen, wo man ihn in einer fremden Sprache empfangen hatte. So zeigte sich einmal mehr, dass ein freundliches Wesen überall willkommen ist.
Die achte Geschichte. Zu guter Letzt, der Magier behält wieder einmal recht und ein Dachs vollendet sein Werk. Ludwig der Maulwurf saß an seinem neuen Schreibtisch und blickte durch die dicken Gläser seiner Lesebrille auf einen Brief, den er mit viel Sorgfalt verfasst hatte. Ludwig hatte sich die Zeilen auf dem Blatt Papier schon mehrere Male aufmerksam durchgelesen, um sicherzugehen, dass er sich wirklich nicht verschrieben hatte. Der Maulwurf war kein geübter Schreiber. Früher hatte er seiner Frau von Zeit zu Zeit lange Briefe geschickt. Das war zwar jetzt schon viele Jahre her, doch seine Frau sah in ihm noch immer den forschen Briefeschreiber von damals und ließ keine Gelegenheit aus, dieses Talent ihres Mannes zu fördern. Thank you.